Hallo Frau Merkel, hallo Flo. In letzter Zeit wurde ja wieder sehr viel über die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Als ich mal in die Kommentare unter Flos Video geschaut habe, war das auf jeden Fall eines der beliebtesten Themen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Sie diese Frage sowieso gestellt bekommen und stelle deshalb eine leicht andere Frage. Wie stehen Sie zu einer Legalisierung von Drogen wie Zauberpilzen oder MDMA? Und nein, ich meine mit einer Legalisierung nicht, dass man das Zeug dann im Supermarkt kaufen kann, sondern ich spreche hier von einer strengen Regulierung mit seriösen Fachgeschäften und Jugendschutz und allem drum und dran. Der Irrglaube, dass Cannabis von allen illegalen Drogen die harmloseste ist, ist ja sehr weit verbreitet. Bei allen Studien und Untersuchungen, die dazu gemacht wurden, schneiden Zauberpilze bzw. Psilocybinpilze als die ungefährlichste Droge von allen ab. Aber auch MDMA wird von Experten als weniger gefährlich eingestuft als Zigaretten, Alkohol und Cannabis. In Portugal, wo man alle Drogen entkriminalisiert hat, gab es nach dieser Gesetzesänderung keinen Konsumanstieg. Zusätzlich wird dort nicht mehr konsumiert als irgendwo anders in Europa. Außerdem hat Portugal wegen ihrer guten Aufklärung extrem wenig Drogentote. Am zweitwenigsten in ganz Europa. Bayern mit einer besonders repressiven Drogenpolitik hat herausragend viele Drogentote. Zeigen uns solche Zahlen nicht, dass Drogenverbote sehr viel mehr Nachteile als Vorteile bringen und es, wie im Fall von Zigaretten, sehr viel einfacher ist, den Konsum im legalen Bereich einzudämmen? Ist es wirklich sinnvoll, weiterhin unschuldige Drogenkonsumenten zu verfolgen? Sollte man die Polizei wirklich dazu verwenden, solchen Gesetzesverstößen nachzugehen, während man sie genauso gut für richtige Verbrechen einsetzen könnte? Bei Psilocybinpilzen und MDMA kommt hinzu, dass diese nicht mal für eine medizinische Verwendung zugelassen sind. Obwohl Psilocybinpilze eines der besten Mittel gegen Clusterkopfschmerzen sind. Obwohl MDMA eines der besten Mittel ist, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu heilen. MDMA würde sich auch bestens eignen, um Alkoholsucht zu heilen. Wie lange sollen kranke Menschen durch ineffektive Drogenverbote noch davon abgehalten werden, die Medizin zu bekommen, die ihnen am meisten helfen würde? Mich würde es sehr freuen, wenn Sie die Frage mit tatsächlichen Zahlen und Fakten beantworten würden und nicht mit irgendwelchen unwissenschaftlichen Floskeln wie es ist ein falsches Zeichen. Ich fände es echt sehr fein, wenn Sie dieses Thema mal mit einem Open Mind betrachten würden. Mir kommt es nämlich so vor, als wäre die CDU/CSU, wenn es um das Thema Drogenpolitik geht, sehr stur, ideologisch und überhaupt nicht offen für Verbesserungsvorschläge, auch wenn alle Fakten und nahezu alle Experten dafür sprechen, dass die jetzige Drogenpolitik die falsche ist. Da Flo ein Berliner ist und es in Berlin ja bekanntlich etwas liberaler zugeht, würde mich auch sehr Flos Meinung zur jetzigen Drogenpolitik interessieren. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Infos zu allen angesprochenen Fakten. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier eine Frage stellen zu dürfen. Ich habe jetzt extra schnell geredet, dass man das auch ohne Probleme in ein Video schneiden kann, ohne dass es zu viel Zeit wegnimmt.